Der Polizei wurde heute gegen 14.10 Uhr eine verletzte Person im Bremer Stadtteil Huchting gemeldet. Dabei handelt es sich um die Kirchhuchtinger Landstraße. Wir haben dort einen 35-jährigen Mann angetroffen, der eine Schussverletzung hatte. Der wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Wir haben den ganzen Bereich erstmal abgesperrt zwischen Oberpilander Straße und Velakedamm. Die Ermittlungen dauern noch an, auch die Hintergründe sind noch ungeklärt. Da sind wir jetzt am Aufklären. Ja, und da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen gedulden. Was wir feststellen können, dass wir den Mann nicht am Tatort angetroffen haben, weil wir suchen ja den Tatort noch, genau, da laufen ja aktuell noch die Ermittlungen, sondern er hat sich weiterbegeben. Wie er das gemacht hat, ist auch wieder Bestandteil der Ermittlungen. Gehört ja auch zum ersten Angriff sozusagen der Polizei, dass wir auch erstmal sehen müssen, wo ist hier die Gefahrenlage und dass wir vorsorglich auch mal weit absperren müssen. Könnten eventuell noch irgendwo im nahen Umfeld noch Spuren sein, deshalb wird natürlich auch weiträumig abgesperrt und die Sperrung gerade im Bereich des Roland-Centers wurde dann auch zeitnah wieder aufgegeben.